Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern. Ein kleines Krippenspiel aus der Kirche St. Josef hier an unserer wunderbaren aufgebauten Krippe. Wir beginnen mit dem Lied 248 im Gotteslob. Wir singen die ersten drei Strophen. 248, ihr Kinderlein kommt. Maria und Josef wohnen in Nazareth. Josef ist ein fleißiger Zimmermann. Den ganzen Tag zimmert und hobelt er in seiner Werkstatt. Keiner kann so gut die Dachbalken sägen wie er. Für Maria hat er eine schöne Wiege gebaut. Mit blauen Anemonen ist sie bemalt. Maria soll bald ein Kind bekommen. Josef weiß, dass es ein Junge wird. Plötzlich hört Josef in der Ferne Pferdegetrappel. Immer näher kommt es. Aufgeregte Stimmen und Schreie sind auf der Straße zu hören. Es ist ein Bote des Kaisers aus Rom. Er reitet in den Innenhof, springt vom Pferd und ruft: Hört her, ihr Leute aus Nazareth! Der Kaiser in Rom hat befohlen, alle Menschen in seinem Reich sollen gezählt werden. Jeder muss in den Ort ziehen, wo er geboren ist. Dann reitet der Bote wieder fort. Maria kommt ganz erschrocken aus dem Haus gerannt. Ach Josef, der Weg ist so weit. Nun müssen wir ja bis nach Bethlehem ziehen. Da bist du doch geboren. Und ich bekomme bald das Kind, ruft sie. Aber Josef macht ihr Mut. Gott wird uns schon helfen und du kannst auf dem Esel reiten. Am nächsten Morgen holt Josef den Esel aus dem Stall. Dann verschnürt er in vielen Bündeln Brot und Käse, packt warme Decken dazu und steckt alles in die Satteltaschen. Zum Schluss setzt er Maria auf den Rücken des Esels und langsam ziehen sie los. Viele Tage sind sie unterwegs auf den heißen Wüstenwegen. Am fünften Tag, es ist spät am Abend, tauchen in der Ferne die Stadtmauern von Bethlehem auf. Der Wächter auf dem Turm kündet mit seinem Lied die Nacht an. Das ist das Lied 218. Wir singen die erste Strophe. Kommt der Herr der Herrlichkeit.
Maria und Josef ziehen mit vielen Menschen nach Bethlehem hinein. Hinter ihnen wird das Tor geschlossen, damit in der Nacht kein böser Feind in die Stadt eindringen kann. Es ist dunkel, als Maria und Josef durch die Straßen von Bethlehem ziehen. Der Esel lahmt. Bleib stehen, lieber Esel, sagte Josef. Ich will hier beim ersten Haus fragen, ob noch ein Zimmer für die Nacht frei ist. Er klopft an die Tür. Nach einer ganzen Weile hören sie Schritte. Ein brummiger Wirt steckt seinen Kopf heraus. Was wollt ihr so spät in der Nacht? Mein Haus ist voll. Zieht weiter, ruft der Wirt zornig. Ich bin so müde. Ich kann mich kaum noch auf dem Esel festhalten, fleht ihn Maria an. Doch der Wirt wimmelt sie ab. Dort drüben steht ein großes Haus. Dort wird noch ein Platz für euch sein. Maria und Josef ziehen weiter zu dem Haus, das der Wirt ihnen gezeigt hat. Josef klopft an die Tür. Aber die Tür wird gar nicht geöffnet. Nur durch ein Fenster schaut die Wirtsfrau hinaus. So spät kommt ihr. Mein Haus ist voll bis unters Dach. Dann sieht sie Maria. Sie hat Mitleid mit ihr. Ich sehe schon, ihr sucht ein Nachtlager. So viele Menschen sind heute unterwegs. Bei uns ist kein Platz. Aber kommt mit, ich zeige euch den Weg zu einem Stall. Da seid ihr geschützt vor Regen und Wind. Ein Ochse und ein Esel stehen darin. Und Holz und Stroh habt ihr dort genug. In dieser Nacht wird in dem kalten Stall das Jesuskind geboren. Davon singt das Lied 239. 239, erste und zweite Strophe. Er geht zur Quelle und füllt ihn mit Wasser. Dann gibt er den Tieren zu trinken. Ein Hirte nimmt seine Flöte. Er spielt ein Lied. Auf einmal hören die Hirten in der Ferne ein Singen und Klingen. Von weit her tönt Gesang. Er kommt näher und näher. Es wird ganz hell bei den Hirten. Sie stürzen sich ängstlich zu Boden. Da steht ein Engel, ein Bote Gottes vor ihnen und spricht: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude,
In Bethlehem, in einem Stall, ist ein Kind geboren. Das hat Gott zu euch geschickt. Es ist sein Sohn. Er liegt in einer Futterkrippe. Friede und Freude wird er euch bringen. Die Hirten heben die Köpfe. Das ganze Hirtenfeld ist erfüllt vom Gesang vieler Engel. Den Engelsgesang findet ihr unter der Nummer 250. Und weil die Engel toll sind, können die auch Latein. Die singen Gloria in excelsis Deo, das heißt gelobt, Ehre sei Gott. Als das Lied verklungen ist, stehen die Hirten auf. Schnell, sagt einer von ihnen, lasst uns Mehl und Käse, Holz, Wasser und warme Decken für das Kind mitnehmen. Es wird in der Futterkrippe frieren und die Eltern werden Hunger haben. Treibt die Schafe zusammen, lasst uns den Berg hinunterlaufen, Bethlehem entgegen. Ja, das machen wir, ruft ein anderer. Ich will den Sohn Gottes sehen. Wir dürfen die Ersten sein. Lasst uns aufbrechen. Die Hirten machten sich auf den Weg und kamen an der kleinen Höhle an. Über der Höhle leuchtete ein großer Stern. In der Höhle fanden sie Maria und Josef mit ihrem Kind. Sie spürten, dass dies ein ganz besonderer Ort war. Es fühlte sich friedlich an. Während die Hirten eine Weile bei dem Kind blieben, kamen auch drei weise Sterndeuter. Sie waren dem Stern über der Höhle gefolgt und froh, bei Jesus angekommen zu sein. Gemeinsam mit den Hirten beteten sie das Kind an, das ihnen Frieden schenkte. Stellt euch vor, sogar der Stern über Bethlehem steht in unserem Buch. Das ist die Nummer 261. 261. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!